Grüß Gott und Leitmannsheil. Euer Chris Hunting mal wieder hier. Ist jetzt lange ruhig gewesen. Natürlich über die Jagdruhezeit ist es schwierig gewesen, irgendwas zu machen. Ich habe mir jetzt überlegt, nachdem jetzt letztes Jahr ich diese Jagen im, also Mai, Juni etc. Winter, habe ich mir überlegt, dass ich ein, wie nennt sich's, Vlog jetzt auch mal so anfangen für dieses Jahr. Und die erste Reihe ist jetzt der Vlog im Mai, also die Bockjagd. Und wer weiß, also Schweine sind da. Vielleicht sehen wir sie auch ein paar Mal tagsüber. Mich würde es freuen. Ich möchte mir die Zeit nehmen, einfach oft rauszugehen, weil im Juni, Juli wird es bei uns sehr schwer, auf die Böcke zu jagen. Deswegen jetzt im Mai Gas geben. Schauen, dass wir was zusammenbringen. Wir waren letztes Jahr ziemlich schlecht im Rehwildabschuss. Wir haben kaum Rehe gekommen. Ich befinde mich jetzt auf der letzten Revierrunde vor dem 1. Mai. Also wir haben jetzt einen Tag davor, das Samstag. Ich möchte jetzt einfach nochmal die Körungen bestücken fürs Schwarzwild. Ich möchte nochmal ein bisschen nach den Salzlecken gucken, dass einfach frisch dran ist. Und dann möchte ich noch einen Probeschuss machen mit der Waffe, um einfach auf Nummer sicher zu gehen, ob auch die Waffe passt. Da werde ich ein bisschen weiter außerhalb vom Revier gehen, damit ich jetzt hier das alles nicht störe. Also da werde ich jetzt nicht direkt im Zentrum einen Probeschuss machen. Das ist der Plan und ich denke, ich nehme euch jetzt einfach mal in meinem Vlog hier mit. Also erste Kürrung kennt ihr aus einem von meinen ersten Teilen im Sommer, wo ich hier auf der Kürrung tagaktives Schwarzwild gefilmt habe. Ist ein super Platz, super ruhig hier. Und hier habe ich jetzt auch eine Salzlecke fürs Rehwild. Also Sauen habe ich jetzt auf der Kamera nicht gesehen, dass sie wirklich an Salz gegangen sind. Aber ja, ich habe jetzt hier eine Salzlecke, die ich auch in einem von meinen Videos gezeigt habe, wie ich die baue. Hier seht ihr sie. Und die ist jetzt, ja, es ging. Es hat heute Nacht, glaube ich, hier geregnet. Also sind teilweise die Straßen ein bisschen nass. Deswegen eigentlich ist nicht zwingend notwendig. Deswegen gibt es das ja. Also der Regen kommt hier oben rein. Es bleibt drinnen. Das Salz löst sich und geht dann hier runter an dem Stamm. Und dann kann das Wild mit dem Lecker das Salz aufnehmen. Aber ich möchte einfach noch mal ein bisschen unterstützen. Ich habe einen Wasserkanister dabei und ich möchte euch auch einen kleinen Tipp zeigen, wie ihr Geld sparen könnt und nicht immer die teuren Salzsprüher kaufen. Also seid gespannt. Also man sieht hier, teilweise ist noch ein bisschen Salz auf dem Stamm. Hier oben, da kommt das Wild nicht so wirklich hin. Also wir reden hier vielleicht von so Schulternhöhe, wo unser Rehwild hinkommt. Deswegen auch diesen bisschen Überstand, dass sie nicht direkt hier oben dran kommen. Und ich helfe einfach ein bisschen mit einem Kanister, also keine Sorge, da ist nur Wasser drin, hier einfach ein bisschen nach, indem ich hier oben Wasser hineinkippe. Und dann geht das Wasser hier durch unser Salz durch. Man sieht, man merkt es auch jetzt, es ist deutlich jetzt feiner. Also davor ist es immer richtig schön hart. Wasser kommt hier rein, läuft hier sauber runter und bleibt dann an dem Ast hängen. Und das können jetzt dann, wenn es angetrocknet ist, können das die Rehe dann optimal aufnehmen. Und jetzt zum Special Gadget Trick. Ich habe mir für 2 Euro, glaube ich, hat es gekostet. Bei einem großen schwedischen Möbelhaus habe ich mir diese Sprühflasche hier gekauft. Und ich möchte jetzt hier unten Salz reinmachen, Wasser auffüllen und dann mal schauen, je nachdem, ich mache einen Geschmackstest, sprühe ich einfach diesen Baum hier voll, dass ich nicht jedes Mal diesen Wasserkanister mitnehmen muss,
Ich glaube, das ist eine sehr ergiebige Geschichte hier mit, was hat das, 550 Milliliter. Also, dann probieren wir das jetzt einfach mal. So, ich habe jetzt so gerade ein bisschen Boden bedeckt, das gefüllt mit dem Salz. Die Öffnung ist jetzt leider nicht so groß. Ich habe mich jetzt ein bisschen schwierig getan. Und jetzt fülle ich das Ganze einfach mit Wasser auf, schüttel es, dass es sich schön verteilt, dass es einfach jetzt ein Salzwasser wird. Auch noch kurz dazu, das ist Viehsalz. Also ich habe da mal einen großen Big Pack bei einem Baumarkt gekauft und bin jetzt gespannt. Ich mache auf jeden Fall eine Geschmacksprobe. So, wie ihr gesehen habt, ein ziemlich cooles Gadget, recht günstig, einfach zu beschaffen, einfach beim nächsten Mal, wenn ihr Möbel braucht. Und ja, das mache ich jetzt einfach mit dem immer, das ist jetzt immer im Auto und ich werde, wenn ich eine Revierrunde mache, werde ich das einfach auf die Salzlecken sprühen, damit sie immer, auch bei trockener Zeit, also wenn es jetzt im Sommer weniger regnet, einfach immer ein bisschen Salz da ist, dass das Wild es annehmen kann. Lasst mir doch gerne einen Kommentar drin, wie ihr jetzt den Tipp findet oder ob man da was dann verbessern kann. Ich bin da offen für Hilfe und für Tipps, also schreibt es in die Kommentare. An der Kirrung hier habe ich auch noch einen Mahlbaum. Das ist schon natürlich angenommener gewesen und ich habe jetzt einfach noch mit ein bisschen Buchenholzteer den noch ein bisschen attraktiver gemacht und er ist attraktiv. Also die Sauen sind hier wirklich zugange. Ich zeige euch einmal. Also hier sind wir jetzt unter einer Tanne und hier, das war schon alles selber angenommen von den Sauen und ich habe jetzt einfach noch mal ein bisschen Buchenholzteer, den ein bisschen attraktiver gemacht. Ihr seht auch hier, die sind wirklich zugange und jetzt spritze ich hier einfach noch ein bisschen weiteres Buchenholzteer hin. Da habe ich jetzt noch keinen Gadget-Trick. So, jetzt heißt es Waffe einschießen. Wir befinden uns jetzt so ein bisschen im Randgebiet von unserem Revier, um einfach im Zentrum die Ruhe zu behalten. Hier ist jetzt mir kein bekannter Einstand, also weit genug weg. Ist alles Hochwald. Ja, okay, Sauen sind hier wohl fleißig am Brechen. Ich gehe jetzt ungefähr so ja, 50 Schritt weiter, schieße ich das. Oh, Leute, das sieht ja aus. Ich glaube, seht ihr das im Hintergrund? Also hier sollte ich mal fast jagen. Das ist ja übel. Ich zeig's euch mal. Also hier
sind wohl doch die Schweine unterwegs. Wenn man natürlich nicht so weit oft rauskommt, dann kriegt man das nicht mit. Aber das sieht übel aus. So, jetzt gucken, wo der Hofsitz ist. Ich glaube, hier ist schon ganz gut. Das ist ja verrückt. Grandios. Also, da ist ein Ast. Vielleicht hier ein bisschen weiter rüber. Hier sieht's gut aus. Hier ist auch ein bisschen Gefälle. Das nehmen wir. Probeschuss gemacht. Ich glaube, das kann sich sehen lassen. Also da können wir mit gutem Gewissen auf die Jagd gehen. Also ich habe jetzt mit der 65x57, einer Steiermannlicher. Modell ist mir tatsächlich unbekannt. Also ist ein älteres Modell von Steier. Und ja, also die Waffe, die ist Gift. Ich habe da einen Zeiss 3-12x56 drauf und schieß Niedermeier Munition und bin top zufrieden. Also Wirkung auf Rehwild, Ast rein, teilweise laufen sie, manchmal fallen sie um. Wildbretentwertung fast gar nichts, also damit bin ich top zufrieden. Schieße jetzt auch schon seit, glaube ich, 3 Jahren so. Hoffe ich mal, dass die Munition nicht eingestellt wird. Ja, also Probeschuss abgehakt, das passt, wir können jagen gehen. So, jetzt befinden wir uns an der Stelle, wo ich es morgen gern probieren würde. Das ist eine neu entstandene Freifläche. Letztes Jahr im Herbst haben sie hier ordentlich Holz gemacht. Und ich bin eigentlich Fan von sowas, weil wir haben jetzt hier die Chance, wir haben sonst immer nur Schneisen gehabt und es ist jetzt hier mal eine bisschen größere Freifläche. Und wie ihr seht, haben sie auch jetzt schon fleißig angepflanzt. Aber nur jede zweite. Deswegen auch wirklich schauen, dass wir hier den Jagddruck hochhalten, dass hier wenig passiert. Jetzt fängt es langsam ein bisschen an zu nieseln. Ich habe hier oben jetzt auch eine Salzlecke, die das Rehwild sehr gut annimmt. Da habe ich auch eine Kamera und teilweise laufen hier auch die Sauen. Ja, morgens, also es kann gut sein, dass wenn wir morgen früh hocken, dass uns auch Schweine kommen. Wenn eine passende dabei ist, nehmen wir die natürlich mit. Also genau, nochmal um auf hier die Baumpflanzungen einzugehen. Also wir haben hier Douglasien, haben sie eingesetzt. Hier jede zweite in einem Schutz. Und hier haben wir eine ohne Schutz. Also da müssen wir unbedingt den Bäumen hier helfen. Ich glaube, dass sie einfach nicht komplett hier die ganze Fläche voll machen wollten mit diesen Baumwuchshüllen. Ja, sieht ja auch nicht wirklich schön aus. Also ich glaube, da würde die mir recht geben. Wirklich auch schade. Es muss natürlich sein, dass sie angeforstet wird. Aber ich hätte sie auch gerne natürlich gehabt, weil das war wirklich eine schöne Stelle. Ich bin hier auch im Herbst gehockt, habe da auch ein Video. Schaut rein. Ich verlinke es euch hier oben in der Infokarte. Ja, ist anstrengender. Also hier hinter mir seht ihr den Baumstamm. Hier waren die Rehe dran und hier sind auch fleißig immer die Sauen. Ich glaube, ich werde auch hier unten den kleinen Baum hier noch mit ein bisschen Buchenholz herbesprechen. Vielleicht kommen sie daran. Und da oben ist die Salzlecke. Da schmeiße ich jetzt ganz, ganz wenig Mais hin, um es einfach ein bisschen attraktiv zu machen. Das Rehwild. Und sind ja auch fleißig am Lecken. Genau, hier ist die Salzlecke. Also, machen wir das kurz. Also, nochmal Salz ein bisschen ausgebracht. Ein Baum bestrichen mit Bogenholz her. Und ein bisschen Mais hingelegt. Hier ist soweit alles vorbereitet. Ich habe gerade nochmal die Kamera durchgeguckt. Sauen waren heute Nacht um 23 Uhr tatsächlich wieder da oben. Eine Rotte, Überläuferrotte, 4 Stück. Wäre cool, aber ja, es ist eine große Fläche, man kann hier viel sehen. Man sieht mit der Kamera nur eine ganz kleine. Ich hoffe,
dass wir Anblick haben. Irgendwas wird schon in Anblick kommen. Also, dann sehen wir uns morgen früh in alter Frische. Das wird interessant. Morgen. Ich habe nicht mehr damit gerechnet, aber ich bin immer noch perplex. Ich sitze hier, wie ich gesagt habe, an der neuen Freifläche und morgens angefangen Vögel zu zwitschern. Dachte mir, ja, das wird schon Rehwild kommen. Richtig schöner Morgen. Aber dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, der Wind, der kommt hinten aus dem Nacken raus und zieht direkt hoch. Dann war ich mir schon so, oh, nicht gut. Aber wir haben hier wirklich viele Wechsel. Also hier rechts kommt ein Wechsel, hier links unter mir könnte was kommen. Rechts von mir, hinter mir und rechts hinter mir. Auf einmal sehe ich eine schwarze Bewegung hinter mir rechts. Auf, was sind das? 40 Meter.
sofort gewusst. So. Bis ich die Kamera einigermaßen angerichtet habe, sind sie schon komplett über den Weg gewechselt und habe sie hier, glaube ich, irgendwo drauf gekriegt. Und ich war mir nicht sicher, ob sie hier auf die Freifläche kommen oder ob sie in dieser Dunkelbrücke durchziehen. Und habe dann Hektik und habe dann aber gemacht, okay, sie kommen jetzt quer rüber Richtung Freifläche. Und dann ist die Bache, boah, die war stark. Die auf 70, 80 Kilo hätte ich die geschätzt, ist dann da oben rausgekommen und wusste, okay, jetzt kommen die zwei Frischlinge hinterher. Und gewartet. Und tatsächlich kam einer unten. Den habe ich beschossen im leichten Trab. Also ich bin eigentlich gut abgekommen während dem Schuss. Ach, Leute, 1. Mai, meine erste Tagsau. Müsst ihr euch mal vorstellen, ich habe das erste Mal jetzt ein Stück Schwarzwild am Tag schießen können. Geil. Und noch ein bisschen Jagdfieber, mir ist jetzt richtig kalt. Es ging jetzt auch so schnell, ich habe keinen Gehörschutz aufziehen können. Aber Gott sei Dank, die 6,5x750 ist jetzt nicht die lauteste. Das geht wirklich, vor allem jetzt hier mit dem freien Sitz. Also an der Kanzel würde ich es nicht machen, aber jetzt hier auf dem freien Sitz. Und es hat einfach schnell gehen müssen. Ja, jetzt sind so gut 5 Minuten sind jetzt schon vorbei. Wie gesagt, wir packen jetzt zusammen und ich gucke mir mal oben den Anschuss an. Hoffe, dass ich Schweiß finde. Dann laufe ich die ersten paar Meter mal hinterher. Ich habe die Wärmebild. Da kann ich ein bisschen vorgucken, ob es irgendwo liegt. Also, machen wir das.
Ein erfolgreicher Morgen geht zu Ende. Ich habe diese Frischlingsbache heute Morgen, ich schätze so auf 25 bis 30 Kilo. Sehen wir dann im Schlachthaus, wie viel sie auf die Waage bringt. Mit einem recht guten Blattschuss, vielleicht ein bisschen weit hinten, aber ansonsten die Sau ist es noch 30 Meter hier in den Bestand gelaufen. Ich habe sie mit der Wärmebildkamera gesehen, ansonsten wäre es schwierig gewesen, also sie schweißt schon, aber den wirklichen Wechsel habe ich nicht gefunden. Deswegen Gott sei Dank, diese kleinen Helfer, diese Wärmebildkameras, die helfen uns hier wirklich. Ich glaube, ich hätte sie so auf die Schnelle nicht gefunden. Ja, ich bin mega happy. War ein cooler Morgen, nachdem ich hier echt gedacht habe, also ich kriege nichts mehr in Anblick. Kommen auf einmal diese Bache und diese zwei Frischlinge und einen konnte ich zum Hierbleiben überreden. Weidmannsdank.